Paraden dabei? Oder ist es vielleicht auch doch ein bisschen eine Kopfsache, eine Drucksache, dass man vielleicht, ich denke jetzt zum Beispiel an Ercan Karar, erstes Derby, man will es unbedingt beweisen und normalerweise ist er ein Goalgetter und hat ja da, glaube ich, richtig aufgeschrieben, habe vier Top-Chancen gehabt. Also gibt es da mehrere Gründe oder muss man das einfach hinnehmen manchmal, dass halt diese Effektivität, die ihr schon öfters gehabt habt, komplett weg war? Ich bin komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass wir in dieser Saison eigentlich viele Spiele gehabt haben, wo wir die bessere Mannschaft waren und dass Effektivität einmal irgendwo reingehört. Nicht, dass man effizienter mal ist beim Spiel, das darf auch rapid einmal. Aber ich glaube, dass wir sonst in vielen Spielen heuer eigentlich oftmals die bessere Mannschaft waren. Und deshalb, dieses Spiel hat man dann auch durchaus einmal. Und es ist einfach so, dass heute dieses Spiel war. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Ercan da in Wahrheit heute mit dem Austria-Ding ein Problem gehabt hat. Es ist einfach so, solche Spiele wird jeder schon mal haben. Und ich hoffe, dass er es nicht mehr hat. Aber ich denke jetzt nicht, dass er sich da einen Kopf gemacht hat, sondern das ist ein Torjäger, der heute leider Ladehemmung gehabt hat und trotzdem zu 10 Abschlüssen gekommen ist. Und das allein, wenn ich da denke, dass der Austria im gesamten Spiel 6 gehabt hat, zeigt das, dass er eigentlich immer präsent sein will. Aber er hat sich nicht mit einem Tor belohnt. Schade für ihn, schade für uns. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das im Prinzip Gründe waren. Mir geht es eher um das, dass ich sage, dass die Mannschaft wieder genau dieses Spiel abgeliefert hat, das, was wir uns erwartet haben. Und eben, ich kann Ihnen nur das vorwerfen, dass sie ein X heute gemacht haben, aber vom Fußballspielen her haben sie echt ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Ja, ich kann mich noch anschließen. Ich glaube, der Ercan, wenn man ihn in der Kabine sieht, ist der, den es am meisten wurmt, weil er, so wie der Trainer sagt, ein Vollblutstürmer ist, der einfach immer seine Tore macht und es gibt einfach so Tage wie heute, wo es nicht funktioniert. Vor 3 Tagen hat er noch zwei super Tore gemacht aus 2 Chancen, heute hat er aus mehreren keins gemacht. Das geht, glaube ich, auch Weltklasse-Stürmern so, das ist normal. Aber nicht nur er, andere Leute haben genauso auch die Chancen gehabt, ich auch. Es war von beiden einfach, da manche Abschlüsse nicht gut getroffen, manchmal der Tormann da gewesen und dann passiert halt sowas. Aber ja, im Endeffekt hätte einer gereicht, der reingeht, aber war eben nicht so, deswegen müssen wir mit den 2 verlorenen Punkten leben. Gibt es noch weitere Fragen? Philipp? Es fällt auf, dass die Mannschaft trotz dieser starken körperlichen Belastung eigentlich sehr fit wirkt, auch bis zum Schluss. Ja, wie ist das zu erklären und wie geht man jetzt auch in dieses Spiel gegen Arsenal rein? Ist das wichtig genug, dass man dort die beste Mannschaft aufbietet, um dort was mitzunehmen? Oder sagt man, eigentlich ist die Meisterschaft wichtiger in dem Fall? Jedes Spiel ist wichtig, aber natürlich ist es so, das ist auch ganz klar, dass Arsenal wahrscheinlich ein bisschen stärker ist wie die Austria, die ich mal sagen. Und wahrscheinlich auch stärker ist wie viele andere Mannschaften in Österreich. Und trotzdem fahren wir da nicht hin, dass wir nur hinfahren, sondern es ist überall was möglich. Aber natürlich braucht man da wieder einen guten Tag. Auf die körperliche Komponente angesprochen ist einfach so, dass die Jungs gut arbeiten, dass wir wirklich im regenerativen Bereich alles tun. Und dass wir einfach, nachdem wir erklärt haben, dass wir körperlich nicht so drauf sind, haben die Burschen jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren widerlegt, dass sie wirklich körperlich auch zugelegt haben, dass sie über die Grenzen gehen können oder beziehungsweise dass sie an die Grenzen gehen können, ja, weil es ist nicht selbstverständlich mit dieser Vielzahl an Spielen, dass man die Austria hat zwar eine englische Runde gehabt, muss man dazu sagen, aber wir uns verfolgen das schon über einen längeren Zeitraum und da muss ich schon sagen, dass die Jungs das gut machen und hoffe, dass es auch so weitergeht, weil es geht dann natürlich auch wiederum, dass wir keine Spiele mehr verlieren. Jetzt mit Verletzungen. Also da habe ich die größten Sorgen, weil wie man weiß und wie man oftmals sieht, ist diese Belastung halt wirklich im Grenzbereich und dadurch wir nicht den großen Kader haben, hoffe ich doch, dass wir die Spieler bis zum Dezember noch durchbringen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich vielen Dank. Alle Infos zu unserer Pressekonferenz nächste Woche für Arsenal.